So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 und ja, Freiwillige Feuerwehr. So, es geht jetzt auf in den Dienst. Machen wir da mal die Tür zu. Ja, so viel Zeit muss es sein. Okay, so, gut. Dann schauen wir mal. So, und was kommt im Fernseher? Ich sitze mir mal hin. Oh nee, jetzt kommt der Einsatz rein. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für KLF 1. Dornenkamp. Okay, also, wir haben einen Brandeinsatz. Dornenkamp, ja, das HLF. No. Ich hätte mir gefreut, wenn wir mit dem TLF ausgerückt werden, aber naja, gut. HLF geht ja, okay. So, dann steigen wir mal ein. Und dann genießt man die Fahrt, oder? Würde ich sagen. Gut, wir haben einen Einsatz. Ja, Container. Oh, wir sind schon da. Leitstelle Mülheim von HLF 1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Erste Lagemeldung. Container im Vollbrand. Angrenzendes Wohnhaus gefährdet. Maßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay, gut. Dann legen wir los. Also, dann machen wir jetzt auf erstes Mal. Wir sitzen ab. So. Das ist jetzt mal das Erste, was wir machen. Dann machen wir gleich mal Brandbekämpfung. Wir machen einen Löschwassereingang und gleichzeitig tun wir gleich eine Ortsbegehung machen. Okay, hier brennen die Container. Okay, wir müssen uns beeilen, bevor das Feuer noch weiter ausbreitet. Oh, so, darüber gleich mal. Da können wir anstecken. Hier ist ein Unterfluthydrant. Oh mein Gott. Ja, da könnt ihr anstecken. Jetzt habe ich es nicht mehr rausgebracht. Eieieiei. So. Okay. Gut. So. Dann machen wir folgendes. Wir machen mal gleich einen Schnellangriff. Und zwar jetzt. Leitstelle Mülheim von HLF 1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Brand unter Kontrolle. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Ich kann zum Beispiel... Doch, das TLF könnte ich jetzt anfordern, gell? So, schauen wir mal. Okay, jetzt. Ja. Ich möchte ein bisschen löschen jetzt hier. Man muss ja was tun, oder? Man kann ja nicht immer nur rumstehen und nichts tun.
So, okay, gut. Dann machen wir Folgendes. Wir schauen mal nach Glutnestern. Na. Das macht der Maschinist, okay. Naja, gut, dann schauen wir mal. Ja, hier ist auf jeden Fall noch was. Also, Glutnest vorhanden. So, dann heißt es. Oh, hier ist es noch viel zu heiß. Also, komm. Löschen. Mal sehen, also hier. Ja. Das wissen wir ja schon. Okay, der Kollege geht jetzt her und holt oben, ja, ich sage mal so die Mistgabel. Oh, ja, so kommen wir auch runter. So, der stichert jetzt ein bisschen rum. Und jetzt fängt es natürlich wieder das Brennen an. Dann kommen die Kollegen zum Löschen. Aber ich denke mal, jetzt dürfte es eigentlich passen. Dann schauen wir mal nochmal nach Glutnestern. Aber ich denke, jetzt müsste es auf jeden Fall passen. Ich hoffe mal. So, passt, oder? Er hat jetzt nichts mehr entdeckt. Okay, dann würde ich sagen, haben wir den Brand gelöscht. Dann packen wir zusammen. Wo hat denn der das jetzt da rausgenommen? Das Atemschutzgerät. Da drüben war das, gell? Schauen wir mal, hier dürfte es gewesen sein. Na? War das hier? Hallo? Ja, Moment mal. Stopp, hallo! Hallo? Nein, 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 nein. Das ist der Wahnsinn. Nee, pass auf, ich nehme wen anders. Ah, nicht wirklich jetzt, oder? Okay. Ich mach mal abrücken. Die setzen sich mit kompletten. Ah ja, okay, gut. Ah ja, okay, gut. Ja, mit kompletten Atemschutz da rein. Okay, ja, gut. Ja, ja, okay. In Ordnung, passt. Naja. So. Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Einsatzstelle an die POL übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Ja, das ist verstanden. Ende. Ja, perfekt. Dann haben wir es schon wieder geschafft. Okay. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
In diesem Sinne, ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus.